Ich stehe hier über den Dächern von Tokio. Man sieht es im Hintergrund, da sind die Züge unterwegs. Es ist ein bisschen erhöht hier zwischen den Hochhäusern. Und die Frage ist, springt er nun oder springt er nicht? Tatsächlich dürfte das den ein oder anderen Marktteilnehmer im Moment ein bisschen ernsthafte Sorge machen, was er da am Markt sieht. Denn wir sehen nicht nur, dass der Markt sich wieder steil erholt hat. Das war ja noch eine Freude teilweise, dass der Markt gar nicht so schwach unterwegs war. Sondern wir sehen ebenfalls, dass der Markt jetzt wieder einigermaßen Schwäche zeigt. Das heißt, hier auf der Abwärtsseite deutlich mehr Schub zeigt. Also, absolute Unsicherheit an den Märkten. Scharf runter gegen Wochenende jetzt nochmal. Und es wird sich jetzt zeigen, ob es wackelig nach oben kommt. Das fände ich nochmal mega klasse. Und dann den Einstieg vielleicht doch nochmal für die Shortseite. Wir kurzfristigen Trader, wir können uns ja darüber freuen sogar, dass wir die Abwärtsseite mitnehmen können. Die bietet sich aktuell offensichtlich eher an. Und dabei ist es fast egal, was man sich anguckt, egal welche Börse man da auf dem Plan hat. Heute Nachmittag 16 Uhr gibt es dann nochmal Consumer Confident. Was war das? Ich glaube Consumer Con. Auf jeden Fall war die Zahl besser. Gucken Sie nochmal drauf. 16 Uhr. Ich habe es jetzt total verpeilt aktuell. Da kann der Markt sich nochmal heftiger bewegen. Etwas besser erwartet als zuvor. Bleibt es dabei, ist es ein gutes Zeichen. Andernfalls, naja, werden wir wohl mit einer heftigeren Reaktion rechnen müssen, ob es nach oben geht. Ich bin gar nicht so negativ, solange die Anstiege auch immer noch so stark sind. Aber insgesamt muss man sagen, die bärische Seite scheint doch mehr und mehr die Hand, die eiserne, an den Markt zu legen und nicht wirklich was zuzulassen. Ziemliche Kälte also an den Märkten und nicht nur das, auch hier witzigerweise, wir hatten vor ein paar Tagen hier 17 Grad tagsüber, jetzt ist es, ich will es nicht sagen, aber super kalt hier. Ich hätte fast hier die falschen Vokabeln verwendet. Also ich friere mir hier einen ab in eisiger Höhe. Man sieht das hier so halbwegs unter uns. Die Züge, den Zug, den Sie gesehen haben, der fährt auch schon leicht erhöht hier hinter mir rum. Bevor ich aber jetzt hier in die Zugromantik verfalle, noch ein letzter Blick eben auf die Märkte. Nächste Woche geht es mit China wieder los. Zumindest ist es vorläufig mal geplant. Wir werden mal gucken, wie das ist, denn der Virus, der hat uns alle noch im Griff. Und hat immer noch die Gefahr, oder birgt die Gefahr, dass da ein heftigerer Einbruch ebenfalls von dieser Seite dann entsprechend auf uns da einwirken könnte. So, bevor ich jetzt hier einen Eiszapfen an die Nase kriege, der in die aktuelle Marktrichtung zeigt, nämlich nach unten. Ich drücke Ihnen die Daumen, jede wackelige Aufwärtsbewegung für einen Short nochmal mitnehmen. Geht es steil nach oben, dann ist erstmal der Short wieder begraben. Aber das müssen wir tatsächlich abwarten, ob das tatsächlich dann auch so kommt. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.